In diesem Jahr wird zum ersten Mal der Preis der Lübecker Initiative Klimaschutz ausgelobt. Der Jury ist es nicht leicht gefallen, angesichts der Vielzahl der guten Beiträge eine Auswahl zu treffen. Nahezu jede Idee hat Wettbewerbspotenzial. Es sind über 10 Tonnen Müll, die sie in den letzten 3 Jahren aus den unmöglichsten Situationen der Natur rausgepult haben. Insofern beglückwünschen wir Lars Matthiesen und Jens Thiel zum 3. Platz. Als ich schon hörte, 2 Leute, die permanent Müll sammeln in den hintersten Ecken, habe ich gesagt, das können nur wir beide sein, Lars. Da traut sich keiner hin und das macht keiner. Ja, da ging schon ein bisschen das Herz. Ich bin ans Müllsammeln eigentlich gekommen durch ein krasses Hochwasser, was wir 2016 hatten. Und da habe ich mir gedacht, okay, hier muss was passieren. Also ich unterstütze ihn seit 2 Jahren. Und ich nehme den Bereich zwischen Schlutup und Teschow, das sind ungefähr 8 Kilometer. Ich habe es auch tatsächlich jetzt mit Jens zusammen geschafft und auch mit anderen Leuten, da bis Teschow alles sauber zu bekommen, mehr oder weniger. Wo die beiden Herren aufhören, entsteht ein Berg Plastik. Und was passiert nun mit dem Plastik? Ja, wir haben eine kleine Werkstatt mit Maschinen, mit denen wir halt Plastikmüll verarbeiten können, recyceln können und dann neue langlebige Dinge aus herstellen können. Gerade als dann unsere Namen gefallen sind, war es einfach nur überwältigend gewesen, weil es einfach eine unglaubliche Ehre ist. Und, ein Erstklässler hat tatsächlich mal gefragt, ob wenn er das Blütenblatt einpflanzt, ob dann eine neue Tulpe daraus wächst. Viele Kinder sind einfach, zumindest in unserem Stadtteil, weit davon entfernt, weil die Natur so weit weg ist. Und daraufhin haben wir gesagt, wir brauchen hier unbedingt ein Schulgartenprojekt. Und als dann unsere Namen eben aufgerufen wurden für den ersten Preis, da habe ich mich natürlich sehr gefreut, aber als erstes konnte ich es gar nicht so glauben. Ich bin jetzt seit 2 Jahren im Green Team. Ziel des Green Teams ist, unsere Schule so weit wie möglich umweltbewusst und klimaneutral zu gestalten. Und dazu haben die Schülerinnen und Schüler sehr viele tolle Ideen, die wir dann versuchen umzusetzen. Ich hoffe und denke mal, dass man das eben auch schulübergreifend machen kann, dass man das auf andere Schulen ausweiten kann, dass es eben auch an anderen Schulen das Green Team gibt. Ich möchte Sie nämlich mitnehmen auf eine Reise zum Epizentrum des Klimawandels. Es geht in die Arktis, weil die Arktis wirklich der Teil unseres Planeten ist, der sich am schnellsten erwärmt. Das Eis vibriert vor Leben. Unter dem Eis gibt es Myriaden von Mikroorganismen, die die Anfang der Nahrungskette bilden. Davon leben Fische, die unter dem Eis leben. Von den Fischen leben die Robben und von den Robben leben die Eisbären. Das ist eine ganz faszinierende Welt. Diese Welt ist dabei zu verschwinden. Der Fjord, der früher immer massiv zugefroren ist, ist ein ganzes Jahrzehnt schon gar nicht mehr zugefroren. Mitten im Winter fahren wir jetzt mit Booten da lang, wo wir früher mit Skiern lang gefahren sind. Wir können verhindern, dass das arktische Meereis verschwindet, wenn wir die nächsten Jahre nutzen, um das Klimasystem zu stabilisieren und die Erwärmung zum Stoppen zu bringen. Ich wünsche mir, dass wir als Zivilgesellschaft immer mehr unsere Stärke finden und auch merken, dass wir wirklich was verändern können und dadurch der Politik und der Wirtschaft zeigen, hey, wir wollen diese Veränderung. Und wenn man sieht, wie viel Müll da liegt, dann kann man nur sagen, das ist unappetitlich, das ist unästhetisch und das ist auch völlig unethisch, dass man das da einfach so belässt und nichts dagegen tut. Also mein persönlicher Wunsch ist, dass die Kinder ja, das, was sie durch den Schulgarten lernen, dass sie das in die Familien tragen und sozusagen Multiplikatoren sind und es immer weitertragen an Freunde, an Familien, an Großeltern. Alle haben sich hier beworben mit dem gleichen Gedanken im Hintergrund. Und nicht jeder hat gewonnen und trotzdem hat jeder gewonnen, weil jeder hat jeden getroffen und jeder hat das Gleiche im Sinn. Und das ist wirklich, denke ich, was wirklich ein großartiger Wert von dieser Preisverleihung auch ist.